Servus Leute, der Arena-Patch 0.1.5.0 ist da, inklusive Arena-Vibe, und wir haben ein paar Patch-Notes bekommen. Die schauen wir uns in diesem Video mal an. Viel Spaß! Die Patch-Notes findet ihr auf der Arena-Seite oder verlinke ich euch natürlich unten, wenn ihr es mal selber durchlesen wollt. Also, Patch 0.1.5.0. Was schreiben sie da? Player Profile. The update features a full profile wipe. Also, alles wird resettet und die ARP, also Arena Rating Points, werden auch resettet. Bis auf, sie haben hier eine kleine Feinheit gemacht. Jeder, der über 2000 Rating war, vorher, ist jetzt wieder auf 2000 Rating. Und jeder, der unter 2000 war, ist auf 1500. Finde ich ein bisschen fragwürdig. Sie hätten es auch von Null starten können. Es fühlt sich schon wieder an, als ob es etwas gedrungen wäre. Ich hoffe, diesmal ist es so, dass das Rating schneller auseinandergeht, dass man mehr gebalancete Games hat. Aber ja, bleibt abzuwarten. Dann das Tiersystem und Preset Rebalance. Das ist natürlich ein sehr interessanter Punkt. Neues beim Tiersystem. Remove the Rating Preset Tab. Okay, also da gab es, glaube ich, Rating Presets. Die sind jetzt wohl weg. Alle Presets sind in drei Tiers unterteilt. Also jedes Preset hat irgendwie drei Stufen, die man freispielen kann. Presets wurden gebalanced mit jedem Tier. Und Class und Rank, several Class and Rank Presets have been removed. Also einiges ist einfach. Ganze Klassen und Rank Presets wurden wohl, ja, removed. Klassen, weiß ich nicht, ob sie da ganze wie Scout oder sowas meinen. Mal schauen. Die ersten zwei Presets von jeder Klasse sind frei. Also hier steht auch Class, ne? Also several Class and Rank, also Class and Rank, sie reden über die Presets. Alles gut, keine Klassen weg, mein Fehler. Dann, each collectible preset is now attached to a specific class and tier. Okay, wie das aussieht, also jedes Preset ist irgendwie an eine Klasse und ein Tier gebunden. Wie das genau aussieht, werden wir dann sehen. Dann, standardized the availability and amount of medicine. Also, es wurde allgemein, Meds und sowas wurde gebalanced in den Presets. Dann, Granaten wurden signifikant reduziert in allen Presets, weil sie haben gemerkt, der Granaten-Spam war ziemlich OP und Granaten waren auch richtig OP, diese Presets-Nades am Anfang. Dann, Matchmaking. Man kann nur ein, one of three tiers when starting Matchmaking. Genau, select one of three tiers when starting Matchmaking. Ja, man kann also drei Presets auswählen, die man im Matchmaking spielen will, die zur Auswahl stehen. Und dann kann man matchen. Dann, unlocking Matchmaking in the next Preset Tier requires unlocking 5 Presets in the next Tier. Unlocking Matchmaking in the next Preset Tier requires unlocking... Man muss irgendwie das Matchmaking unlocken? Okay. Schauen wir mal, wie das dann wirklich in-game ist. Da kann ich dann vielleicht wahrscheinlich später was zu sagen. Ist jetzt nicht ganz klar, wenn man das nicht gesehen hat, was da gemeint ist. 5 Presets... Ach so! The next preset. Ich weiß nicht genau. Ist recht unklar. Man muss halt 5 weitere Presets irgendwie anlocken. Matchmaking now accounts for player ARP and the selected preset tier. Also, man kann pro Preset Tier irgendwie matchen und natürlich das Ganze kombiniert mit der ARP, also mit seinem Rating. Dann Presets Tier 2 and 3 will be temporarily locked from matchmaking in Ranked Games until there are enough players who have unlocked Tier 2 and 3. Also, wenn man Tier 2 und 3 freischaltet, kann man damit nicht direkt matchmaken, sondern es wird ein bisschen dauern, bis genug Spieler da sind, dass sie da auch die Matches voll bekommen. Dann Team Limit on picking duplicate presets. Man kann nur ein Preset pro Team wählen. Das heißt, ich weiß nicht, wie das gelöst ist. First come, first serve. Wäre natürlich blöd. Der Erste, der reinkommt, zack, schnell sein Preset gewählt. Und alle, die das auch wollten, schauen dann in die Röhre. Hört sich für mich so an. Ich kenne das von Overwatch am Anfang, das ist so eine Sache, ne? Da, der erste wählt das Preset, das ein anderer will, und der gibt dann sofort auf und throws das Game. Ich hoffe, dass es nicht so ist, aber mal schauen. Bleibt abzuwarten. Your Teams, okay, das ist dann markiert. Dann Flexible Preset Unlock System. Man hat die Möglichkeit, 4 Presets anzulocken in einer Klasse. Okay. Also pro Klasse kann man 4 Presets sich unlocken, muss man sich wahrscheinlich mal vorher Gedanken machen. Experience to the unlockable preset is gained when playing as any of the available presets of the corresponding class. Alles klar, also man muss in derselben Klasse spielen, um dann weitere Tiers wieder zu unlocken. Okay, ich dachte eigentlich, dass das ein bisschen cross geht. Geht wohl nicht. Also man muss auf jeden Fall in derselben Klasse spielen und dann wohl 4 Presets unlocken und dann kriegt man die XP für die. When playing with a collectible preset, it will level presets for corresponding class. Okay. Also immer für die Klasse wird gelevelt. Preset Tree View is available. Okay.
Dann Preset Price and Unlock Balance. Recalculate the Preset Purchase Cost. Also die ganzen Preise für was die Presets kosten und sowas wurden rebalanced. Dann increase the difference in cash rewards between players who contributed more to the victory and those who contributed less. Also es gibt nicht mehr nur Plus, nee, Cash Rewards. Nicht Ranking, Cash Rewards. Es gibt mehr Kohle, wenn man mehr Kills macht. Es gibt weniger Kohle, wenn man weniger Kills macht. Reduce the amount of experiencing for unlocking a preset. Also, man braucht weniger XP, um Presets zu unlocken. Location Selection. Increase the minimum number of locations to start matching from 1 to 4. Also, man kann nicht nur eine Map auswählen. Man muss mindestens 4 Maps auswählen, um Matchmaking zu spielen. Painkiller Effect. Reduce the color loss effect when using a Painkiller. Wusste gar nicht, dass sie überhaupt drin ist. Aber ja, diese schwarzen Ränder. Die schwarz-weißen Ränder beim Painkiller, wie im normalen EFT, sind da wohl ein bisschen weniger. Ich hoffe, es ist nicht zu viel, weil man rennt auf, in Arena dauerhaft mit Painkiller rum. Dann Custom Games wurden rebalanced. Tier Configuration, Killcam off. Nicht so interessant, Fire Mode. Der Default Fire Mode, mit dem man startet, ist jetzt immer Full Auto. Man muss nicht umstellen von Single Fire. Sehr gut. Quality of Life, BSG, Lob. Dann Locations, Chop Shop gibt's jetzt für den Teamfight Mode. Dann Culling Issues. Remove the ability to vault out of bounds. Okay, man kann nicht mehr irgendwo rausvaulten. Fragment Rates haben sie gerebalanced. Die spawnen jetzt auf Maps. Auf Ecuador und Chop Shop und Shootout. Das sind die kleinen Maps. Spawnen keine Granaten. Granaten spawnen auf Bay 5, Airpit, Bowl und Sawmill. Da gibt's wohl 4 feste Spawns. In der Mitte von der Map. Und 2 Granaten-Spawns. Direkt vor den Teams, die sie dann erst looten müssen. Und all other item spawns haben keine Granaten mehr. Also Granaten haben sie komplett gerebalanced, dass am Anfang dieser Granaten-Spam weg ist. Ich denke, wenige Presets werden wirklich noch eine Granate haben. Ansonsten gibt es 2 Granaten-Spawns, die man looten muss und sie dann erst werfen. Und es macht das Ganze, ist eine wirklich gute Änderung, weil Granaten waren ultra nervig. Airpit, ja, Geometrie, man ist jetzt gleichzeitig im Flugzeug. Das war davor wohl nicht so. Bowl, Geometrie, Players will reach the Helicopter. Okay, sie haben ein bisschen geändert, dass beide Teams gleichzeitig so in der Mitte sind, bei Bowl und bei Airpit. Dann die neuen Hitboxen von EFT 14.00 und 14.1 wurden geedit. Die lesen wir jetzt nicht alle durch. Ihr kennt sie wahrscheinlich. Oder wenn ihr sie durchlesen wollt, könnt ihr auch hier bei den Patch Notes durchlesen. Ich weiß nicht, ob ich davon ein Fan bin. Muss man dann spielen. Also die Armor Plates covern halt bloß da, wo sie wirklich sind. Dann gibt es diese Tier 3 oder Tier 2 Aramid, die Festvernähte. Ich hoffe, das passt in Arena und dass es nicht zu random ist. Jetzt mit dem letzten Patch wurde es ja ein bisschen besser. Die Leute wurden ein bisschen mehr tanky. Mal sehen, vielleicht ist es auch eine gute Sache für Arena. Muss ich Spielzeit investieren und das rausfinden. Und dann gibt es dann vielleicht nochmal ein Video zu. Und das war's mit den Patch Notes rund um den Patch 0.1.5.0, der heute kommt mit einem Vibe. Und ich werde natürlich live auf Twitch sein ab, ja, ziemlich bald. Wenn ihr das Video seht, schaut einfach mal auf Twitch vorbei. Da könnte ich schon live sein und Arena spielen. Und ja, wie gesagt, denkt dran, ich habe einen YouTube-Kanal. Ich habe einen Twitch-Kanal. Schaut vorbei, lasst ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Was ich vergessen habe, was euch gefällt, könnt ihr mir da mal reinschreiben. Oder eure Erfahrungen, wenn ihr dann schon ein bisschen gespielt habt. Und wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis dann. And I've been counting days together.